Entweder verdienen wir 400.000 oder wir verdienen 25.000 im Jahr. Ist immer der Spannungsbogen bei seinen Videos. Da wird was von der Mitte rausgeschnitten und ganz am Anfang hingetan, dass man Neugierde erzeugt. Das ist ein sehr guter Trick, den ich selber sehr stark anwende. Das ist der Faktor 16. Ah, Faktor 16. Interesse geweckt. Wir müssen immer verkaufen. Wir sollten immer verkaufen. Und wenn es spielerisch ist, ist es kein Müssen, dann macht es Spaß. Ja, ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Also, wenn du Verkaufen nicht als Spiel siehst, dann jedes Mal, wenn du eine reingewirkt bekommst, ja, von einem Kunden oder noch nicht Kunden und du das dir zu Herzen nimmst, dann gehst du ein, dann gehst du wirklich unter, Mann. Also, das kann ich bestätigen. Und es gibt Menschen, auch die Erfolgreichen, die kommen zu mir und sagen, Herr Schäfer, jetzt habe ich ein bestimmtes Level erreicht, sind wir mal ganz ehrlich. Und einen von denen habe ich eingeladen heute. Ich gucke aber auch jetzt nicht, wo er ist, sehe noch nicht. Ich bin jetzt erfolgreich, seien wir doch mal ganz ehrlich, das mit dem Verkaufen, muss ich jetzt nicht mehr haben. Ja, das ist so ein Typ, der sieht es nicht als Spiel. Ja. Doch! Oh, der in der ersten Reihe hat jetzt einen Gehörschaden. Das müssen wir immer haben. Das müssen wir das ganze Leben haben. Denn Leben ist Verkaufen. Aber wir dürfen es nicht als übervorteilen sehen. Wir dürfen es nicht sehen als jetzt mache ich den Sack zu. Ja, das ist genau das Ding. Ja? Das ist genau das Ding. Und viele sind noch so, sagen wir mal, wie soll ich sagen, also grundsätzlich bin ich dafür, auf niemanden die Schuld zu geben, ja, also auf sich selbst. Aber wenn nur so, hast du die Verantwortung. Sieh mein Video, Erfolgsgesetze vor 3 Tagen. Ja? Verantwortung ist gleich Macht. Aber wie viele sind genau, besonders bei uns in unseren Breitengraden, also sagen wir mal, in arabischen Ländern ist es eh, glaube ich, eher, die haben, glaube ich, eher das weniger das Problem, in Ostdeutschland auch weniger. Ja, die sind einfach anders schon von Grund auf, ja. Also da gehört einfach der Handel zum Leben. Bei uns hier, so in Mitteleuropa, ja. Da ist es eben eher so, dass wir einfach so, ja, kann niemand anders übervorteilen und dieses Negativ-Image vom Verkaufen, es ist ein unfassbar schwieriges Thema. Also, es ist so unfassbar essentiell. Ja, und ich denke, und es ist meine persönliche Thesis, das ist auch der Hauptgrund ist, warum wir uns seit ja, jetzt vielleicht schon seit Jahrhunderten sogar vielleicht, hier in Mitteleuropa, quasi auch immer wieder unsere Erfindungen abbringen lassen. Ja, wir erfinden geile Sachen und andere vermarkten es. Ja, also Deutschland oder ein deutscher Erfinder hat den Drucker erfunden, ein deutscher Erfinder hat das, ich glaube sogar das Internet erfunden. Wir haben das Telefon erfunden, wir haben ziemlich alles erfunden in den letzten 100 Jahren. Ja, so 80% aller Erfindungen. Aber siehst du hier irgendwo eine Apple, siehst du hier irgendwo eine Samsung, ja, siehst du hier irgendwo eine Xerox, nicht mal HP, ja, HP kommt aus der Schweiz. Ja. Und ich glaube, das ist meine These, ja. Es ist, glaube ich, nicht bewiesen, aber dass das in der Kultur bei uns drin steckt. Ja, nicht verkaufen, das ist böse und es ist so verdammt schwer. Selbst ich muss damit immer ringen, immer mal wieder, ja, obwohl es mein Hauptjob ist, ja, letztendlich. Und der Punkt dabei ist das, dass jetzt viele, die in so Coaching-Programmen auch sind, wo man halt verkaufen lernt und so weiter, ist dann letztendlich also überziehen, ja, indem sie sozusagen sagen, naja, wir hier in Deutschland, wir machen das einfach viel zu wenig, jetzt haue ich es so richtig auf den Sack, ja, und dann halt einfach es übertreibe, ja, indem ich halt, sagen wir mal, ja, was soll ich sagen, einfach ja, schlechte
Produkte und Dienstleistungen Leuten reindrücke. Ja, das ist nämlich auch schlecht. Ja, also nicht jedes Verkaufen ist positiv. Ja, also in dem Sinne. Und die ziehen dann jetzt das Image wieder runter. Ne? Also es ist echt ein bisschen komplex, das ganze Thema momentan. Also ganz besonders momentan Auch wenn Sie das eben nicht so in gemeint haben, aber es Deutschland. gibt mir das Stichwort ganz gut. Wir Meine müssen Meinung. es sehen als etwas, was der Inhalt des Lebens Sorry, ich muss ist, mich mal Brücken kurz, zu schlagen. schneuzen. Das schneide ich mal kurz raus. So, das ist so genial. Von mir zum anderen, vom anderen zu mir, indem wir so sprechen, dass er mich versteht und mich mag. Ich bin mir gar nicht oft genug klar. Ich habe damals zu meinem Coach gesagt, Scotty. das war dieses Gespräch, als wir festgelegt hatten, ich muss und musste mich verpflichten, 100.000 zu verdienen, damals Mark pro Monat in 3 Jahren. Das ist schon Hammer. Also ich habe das letztes Jahr auch gemacht, mich verpflichtet und irgendwas hat nicht ganz funktioniert, ja. Mit den 100.000 und so. Bei mir waren es nur 25.000. Naja, ist trotzdem irgendwie nicht gut gegangen, ist schief gegangen. Automotive-Industrie ist runtergegangen. Es hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Suche die Schuld nicht im Außen, im Innen. Ja? Gut, ich war schuld, ich bin nach Budapest gegangen. 100.000. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, und wie mache ich denn das jetzt? Jetzt habe ich aber tolle Strategien erwartet vom äußeren Spiel. Systeme, Strategien, ganz klare Schritt-für-Schritt-Pläne. Und dann antwortet der mir doch, ja. Das ist schon echt hoch. Also echt, muss ich sagen, meinen höchsten Respekt, die Leute, die hier sitzen, sind teilweise schon älteres Semester, ne? Die sich da also voll krass fortbilden und alles. Sowas liebe ich immer zu sehen, ne? Wenn Leute, sagen wir mal, jetzt halt schon 20, 30 Jahre älter sind wie ich, ja, so die 50er, 60er Jahre, und trotzdem halt da zu solchen Seminaren gehen und sich weiterbilden wollen. Und einfach nie aufhören. Das finde ich cool. Dass der beste Tipp, den ich Ihnen geben kann, jetzt war ich weit offen, ich sollte in 3 Jahren 100.000 pro Monat verdienen. Jetzt kommt der beste Tipp, den mir ein erfolgreicher Mann. Der Punkt ist halt das, ne? 100.000 im Monat verdienst du. Also es gibt fast keinen Job, wo du das verdienst. Also nur du. Ja, ganz wichtig. Ich müsste eigentlich mal in die Kamera reinschauen, wenn ich hier mit euch rede. Das geht nur, wenn du Leute einstellst, ne? Oder du hast halt irgendwelche Maschinchen oder online irgendwas, Webinare, die automatisch irgendwas machen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn du das mal runterrechnest, 19,1 Arbeitstage im Schnitt pro Monat mal, sagen wir mal, 10 Stunden Arbeit am Tag. Das sind 191 Stunden. 100.000 geteilt durch 191 Stunden. Oh Mann, jetzt komm. Hättest du einen Stundenlohn von 523 Euro. Also ein Stundensatz von 523 Euro. Hat kein Anwalt, den ich kenne. Hat keinen Steuerberater, also weiß ich, wer das verdient. Von daher musst du dir einfach sagen, okay, ich habe zum Beispiel fünf Angestellte und jeder von denen verdient 100 Euro. Also 523 geteilt durch 5. Ja. Vielleicht auch noch unwahrscheinlich, also dann sagst du, ich habe 10 Angestellte, jeder von denen bringt mir 50 Euro Marge und dann hast du es, ne? Oder deine Marge, dein Businessmodell ist so, dass dann deine Marge pro Angestellter oder pro Ding nur 25 Euro ist, dann brauchst du schon 20 Angestellte und das ist ganz normale, also Milchmädchenrechnung, dann brauchst du schon 20 Angestellte. Und die müssen aber auch jeden Tag 10 Stunden arbeiten, also in dieser Rechnung, ne? Und
Das Problem ist, wenn du mal 20 Leute hast, dann brauchst du wieder jemanden, der die managt, weil sonst kommst du in die Klapsmühle. Also ich habe mal versucht, ein Team zu managen, das war so zwischen 10 und 12, manchmal 16 Leute, und dann gleichzeitig selber noch was zu arbeiten. Da habe ich mir schon nach wenigen Wochen habe ich mir gedacht, lange dauert es nicht, das ist sozusagen die dickste, also long story short, Ein Buch ganz andere Dinge war. oh Als erster Mist, Punkt ist, scheiße. ist es möglich, am Oh, Tag über das Internet 350 grüß Euro dich. und mehr zu verdienen? 350 Euro am Tag. Natürlich, das geht schon. Wir haben sie Irgendwann gerade sollten ausgerechnet. lernen Sie. Okay. Hey, sei schwierig vor. Ich habe dir vorweggenommen schon, ne? Ich habe die Rechnung gerade selber gemacht. Wir brauchen die nicht mehr. Sorry, ne? Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Verkauf. Hier. Damit war das Gespräch für den beendet. So. Immer noch mal Da einen war ich Biscotti. richtig weit. Ich fühlte mich weit verarscht. Stellen Sie sich mal jemanden vor, Was, wir haben den Sie den in Ihrem verarscht? Leben sehr gerne kennenlernen. Oh. Gibt es jemanden, den Sie nicht kennen, den Sie gerne kennenlernen würden? Mal einfach mal ein paar für Sie aufgelistet, die vielleicht spannend sein könnten. Bei mir ist es die Schauspieler, bei mir ist es, wenn ich gerne jemand, den ich nicht kenne, den ich gerne kennenlernen würde. Warte, warte, ich hab's gleich. Mir fällt der Name nicht ein. Captain Marvel. Mir fällt der Name von der Schauspielerin nicht ein. Die würde ich gerne kennenlernen. Oh, ist die heiß. Arnold Schwarzenegger, Bischof Tutu, Barack Obama Etwas mehr Fantasie, bitte. oder der Papst. Was müssten Sie tun, Den Papst gerne kennenlernen. Ja, auf jeden Fall. um die kennenzulernen? Und dann kommt mein Coach um die Ecke und jetzt denke ich wieder an äußeres Spiel. Ich denke wieder an Strategie und so weiter. Dazu müssen Sie verkaufen lernen, hat er mir gesagt. Dazu müssen Sie verkaufen. Habe ich nicht verstanden. Und dann sagt er, das ist Brücken bauen. Ich sage das mit meinen Worten. Er hat halt nicht genau diese Worte benutzt. Aber Brücken bauen. Und Brücken bauen, kommunizieren bedeutet. Networking ist halt einfach alles. Ja, das, als ich jünger war, habe ich es auch irgendwie nicht verstanden und tja, ich hätte solche Videos einfach gebraucht, als ich 18 war. So sprechen, dass der andere mich versteht und dass er mich mag. Und jetzt kommt etwas ganz Grundsätzliches, was wir verstehen müssen. Wir haben im Leben immer die Wahl zwischen Angst und Freiheit. Wir haben immer die Wahl zu. Sehr guter Punkt. Ich werde das Video mal meiner Mutter schenken. Zwischen Angst und Freiheit in jeder Situation unseres Lebens. Müssen wir uns entscheiden, wähle ich jetzt die Angst oder die Freiheit? Das muss uns nur bewusst werden. Und Sie kennen das alle, aber mit einem anderen Wort. Dann heißt das Komfortzone. Wer kennt das Konzept Komfortzone? Lassen Sie mich ganz kurz. Komfortzone, ewig wichtig. Ich hole mir mal kurz einen Eiweißriegel. Ich habe jetzt meinen Eiweißriegel, aber jetzt hole ich mir noch mal kurz ein zweites Käffchen. Eine Sekunde, ich stopp auch. So. Erklären. Hier ist die Komfortzone, da sind wir drin. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher. Coole Zeichnung, sehe ich mich wieder. Da wachsen wir aber nicht. Wir haben früher Höhlen und Burgen gebaut, die sollten uns schützen. Und das bauen wir auch um uns herum, um unser Innenleben. So Guter Punkt. eine Komfortzone. Die Möglichkeiten, die sind hier draußen, das soll Möglichkeiten heißen. Aber zwischen den Möglichkeiten. Das Problem ist, dass du, angenommen, du bist jetzt links das Männchen, weil irgendwie sind wir das ja alle, ne? Wir haben ja alle unsere Komfortzone. Männchen größer, kleiner. Du siehst ja die Möglichkeiten rechts gar nicht. Ne? Das ist das eigentliche Problem. Und uns in dieser Komfortzone ist die Angstzone. Die Möglichkeiten sind überall um uns herum und die Angstzone ist auch überall um uns herum. Und der Grund, warum wir in der Komfortzone sind, ist, weil wir die Angst nicht erleben wollen. Die Angst vor Schmerz. Wir haben nicht mehr Angst. Das ist so eine saugute Grafik.
dass wir sterben so schnell. Aber wir haben Angst vor Anstrengung. Wir haben Angst vor dem Schmerz der Anstrengung. Wir haben Angst vor der Blamage, Angst vor dem Nein, Angst vor dem, was das mit uns macht. Wir haben diese Angstzone. Und dann kommen wir mal hier raus aus uns. Extremst wichtig für Partnersuche. Ja, also ich glaube, das ist das Hauptproblem überhaupt, warum es so extremst viele Dating-Coaches da gibt und Partnerportale und dieses ganze Business. Ja, der Grund, warum dieses ganze Business so stark ist, besonders hier in Mitteleuropa, sind wir wieder beim Thema Mitteleuropa, ist diese eine banale Grafik plus Erklärung. Ja, Garantie. So, Komfortzone. Kommen auf die Angstzone und whoop, hüpfen wir wieder zurück in unsere Komfortzone. Warum gehen wir da raus? Weil wir Freude erleben wollen. Komisch, der Italiener, der hat das Problem eher weniger. Aber es gibt auch welche in Italien. Dann erleben wir Schmerz und schlüpfen sofort wieder zurück. Und dann leben diese Menschen ganz oft ihr Leben lang in dieser Komfortzone. Und in der Komfortzone, da wollen sie auch Freude erleben. Das sind dann Pseudo-Freuden. Pseudo-Freuden. Die haben dann keinen Erfolg. Netflix. Pseudo-Freuden. Ja. Die gucken aber Filme über Menschen, die erfolgreich sind. Die haben keinen Sex, die gucken aber... Siehst du? Ich kann Gedanken lesen. Filme von Menschen, die Sex machen. Ja. Wir müssen da raus. Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen da raus. Es ist nämlich so, wenn wir in die Angst reingehen, dann passiert was ganz Verrücktes, wer das schon erlebt hat. Wenn wir rausgehen aus der Komfortzone, in die Angst, wird die Angst kleiner und wir werden größer. Wenn wir aber von der Angst weglaufen, wird die Angst größer und wir werden kleiner. Ja, und auf jeden Fall ein Blutrausch. Ne? Also, Endorphine, wie nennt sich jetzt das? Dieses Hormon, was da freigesetzt wird, wenn wir uns unserer Angst stellen. Ja, dieses Hormon, wie heißt denn das nochmal? Na, schreibt es mir in die Kommentare. Einer. Das sind die Menschen, die sich dann immer mehr Gedanken um immer kleinere Sorgen machen. Kennen wir alle solche Leute. Das ist irre. Das darf nicht passieren. Sie können das an nichts und nirgendwo besser trainieren als am Verkauf. Verkaufen Sie immer, weil Sie das dann automatisch immer meistern. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich bin jetzt so erfolgreich, ich muss das nicht mehr. Das sind die Leute, die nur erfolgreich geworden sind, weil sie keine Probleme mehr haben wollen. Das ist ein ganz falsches Versprechen. Wenn Sie erfolgreicher werden, werden Sie noch mehr Probleme haben. Ja, ein unfassbar wichtiger Punkt. Jesus Christ. Also Das ist ein Mindset, Leute, das sollten sich einige Menschen aufs Hirn tätowieren. Weil dieses Spielchen, das müssen wir noch raus mal aus machen. Der Komfortzone, rein in die Angst nochmal geworden sind, weil sie keine Probleme mehr haben wollen. Das ist ein ganz falsches Versprechen. Hammer. Wenn sie erfolgreicher werden, werden sie noch mehr Probleme haben. Mhm. Mehr Verantwortung, dieses mehr Probleme. Spielchen, raus aus der Komfortzone. Erfolg, hast du Neider. Ja, hast du Leute, die dir ständig ans Leder wollen. Ja, sie ist damals schon im Mittelalter, die Könige, ne? Also dieses ewige Hin und Her. Tja, ist so. Zone rein in die Angst, um mehr Möglichkeiten, mehr Schönes im Leben zu haben. Mehr der zu werden, der wir die Wahrheit sind. Dieses Spiel dauert unser ganzes Leben, solange wir leben. Und nirgendwo können wir das besser erleben als im Verkauf. Und deswegen sage ich, statt... Ich muss nicht verkaufen, wäre für mich das neue Spiel, danke, dass ich darf. Das zweite Mythos, ich kann nicht verkaufen. Auch ein sehr wichtiger Punkt, weil sich manche eigentlich gar nicht im Klaren sind, was die Definition von Verkauf eigentlich ist, weil es eben so negativ, oh Mann, jetzt, ich bin hier noch am Dingsen, geh weg, was eben so ein Negativ-Image hat und auch viele eben auch missbrauchen, ja, dieses ganze NLP und so weiter, um halt irgendwelche Opfer sich zu suchen und denen halt irgendwelches hochpreisiges Zeugs zu verkaufen, was sie gar nicht brauchen. Mhm. Ja.
wer clever verkauft, ja, der schaut immer, dass es eine Win-Win-Situation ergibt, weil dann hast du auch langfristig einen Kunden, ja. Und baust dir eben langfristig auch eine stabile Einkommensflüsse halt dann auch auf, ne? Und das ist auch ein Problem damit. Wie weit ist, jeder kann es lernen. Jeder kann es lernen. Wir müssen nur einen großen Fehler lernen abzustellen. Was ist der größte Fehler im Verkauf überhaupt, den man machen kann? Der größte Fehler ist alle... Der größte Fehler ist, unbedingt etwas verkaufen zu wollen. Ne? Und nicht auf den Kunden einzugehen, was er eigentlich will. Ja? Welchen Bedarf der eigentlich hat. Oder welchen Schmerz. Oder nicht sozusagen die Situation durch die Brille des Kunden zu sehen, sondern nur darauf fokussiert zu sein, einfach dein Zeug loszuwerden. Ne? Komme, was wolle. Und das machen eben viele falsch, das ist meine Meinung. Mal schauen, was er sagt. Gleich zu behandeln. Wissen Sie, was Lernen ist? Die beste Definition für Lernen... Was hat er gesagt? Der größte Fehler ist, alle gleich zu behandeln. Wissen Sie, was Lernen ist? Ja gut, so ähnlich. Die beste Definition für Lernen ist, Unterscheidungen feststellen zu können. Wenn ich feststelle, dass ich etwas so oder... Ja, jeder Kunde ist eine völlig andere Person wieder. Ne? Was bei einem Kunden geklappt hat, muss ich beim nächsten Kunden klappen. Ja, weil er wieder was ganz anderes braucht. Auf einem ganz anderen Level ist oder was auch immer. So oder so machen kann, dann fange ich an zu lernen. Die Analyse, Bedarfsanalyse ist das Wichtigste im Verkaufen überhaupt. Also es wird immer so runtergetan und so, ne, dass einfach nur der wichtig ist, der halt die Verträge unterzeichnet, also der sogenannte Closer, ist das Wichtigste überhaupt? Nee, ist die Bedarfsanalyse, Jungs. Ja, wenn ich die richtig mache, dann hat der Closer keine Probleme mehr. Wenn ich nur einen Weg habe, ist das kein Lernen. Wenn also jemand Tennis spielt und er hat einen falschen Griff und ich sage ihm, pass auf, wenn der Ball so kommt, dann halt den Schläger ein bisschen so, bei der Rückhand halt ihn ein bisschen so, bei der Fußstellung kannst du auch, dann fängt er an zu lernen. Und das ist in der Kommunikation genau dasselbe. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass jeder etwas anderes braucht. Und wenn wir das verstehen, dann lernen wir. Pareto sagt 80-20. Wer kennt das Prinzip? Was heißt das? Wie viel mal mehr verdient ein durchschnittlicher, verdient ein erfolgreicher Verkäufer im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Verkäufer? Das haben sie sich behalten. 16 Mal mehr. Wer weiß das noch? Super. Ich rechne es einmal ganz kurz vor, damit das, weil, und es geht nicht nur um Verkäufer, es geht um jeden Job, jeden Beruf, jede Branche. Wieso 16 Mal? Sagen wir mal, in einer Firma gibt es 10 Verkäufer, und 1 Million Provisionen werden ausgeschüttet. Jetzt sagt Pareto, 20% der Vertreter, der Verkäufer, bekommen 80% der Provision. Jetzt schauen wir mal, warum bedeutet das das 16-fache. Naja, was ist 20% von 10? 2. Die kriegen 80% von 1 Million, sind 800.000. Und wenn ich jetzt 800 durch 2 teile, sind das? 400.000 bekommt jeder von den beiden Top-Vertretern. Jetzt bleiben noch 8 übrig. Mhm. Das ist schon wieder komplizierte Mathe. Nichts für mich. Die teilen sich 20% von 1 Million. Wie viel ist das? 200. Wie viel ist 200 geteilt durch 8? Okay, da geht es um Provisionen. Okay. 25. Und genau das ist die Wahl, die wir haben. Entweder verdienen wir 400.000 oder wir verdienen 25.000 im Jahr. Das ist der Faktor. Ja, ich meine, die Sache ist halt die, ich habe gerade von Bedarfsanalyse gesprochen, diejenigen, die Jungs, die halt die Bedarfsanalyse machen, also die Qualifikation und so weiter, die Vorqualifikation, die bekommen ja häufig gar keine Provision, ne? Weil die ja nicht den Vertrag abschließen. Das sind ja dann meistens die Inside Sales und so weiter. Von daher ist das ein bisschen anders. 16.
Ist das nicht ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt? Das ist der Faktor 16. Okay, Guys, ich muss nicht auf meine... Wenn jemand sagt, bei mir ist das Durchschnittseinkommen, aber... Mal stoppen. Meine zwei Kaffee reingezogen. Ich muss jetzt mal wieder was machen, was arbeiten. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, ne? Wenn es wieder heißt... Mission Millionaire Reaction, ja, also Reaktion auf Videos. Bis dann.